Was wäre deiner Meinung nach das perfekte Krypto-Portfolio für jemand, der noch nie in Krypto investiert hat? Sagen wir mal mit 10.000 Euro. Also erstmal würde ich als Einsteiger nie mein gesamtes Geld oder mein ganzes Investmentgeld auf einmal in den Kryptomarkt schmeißen, aber gehen wir trotzdem mal davon aus, dass einfach mal theoretisch jemand 10.000 Euro direkt in den Kryptomarkt werfen möchte, in was würde ich persönlich investieren? Vielleicht vorab, ich glaube, das perfekte Krypto-Portfolio ist sehr, sehr individuell und hängt letztendlich davon ab, wie hoch deine persönliche Risikotoleranz ist. Aber weil es ja hier ein Einsteigerportfolio sein soll, würde ich sagen, nicht zu viel Risiko und kein Portfolio, mit dem man nachts irgendwie nicht mehr schlafen kann oder jeden zweiten Tag checken muss, was mit den Projekten passiert, wenn man sich einfach so unsicher ist, weil die Projekte noch so klein, neu und einfach volatil sind. Also erstmal ganz klar 50% in Bitcoin und Ethereum. Das kann jeweils 25% sein, es kann auch 30-20 sein, aber einfach als stabile Basis bzw. Grundlage würde ich sagen, ist das ein Muss bzw. sogar ein Minimum. Dann 35% in Low-Risk-Altcoins. Dazu gehören für mich größtenteils Layer 1 Projekte, die mindestens in den Top 20 der größten Kryptowährungen sind, also XRP, Cardano, Polygon zum Beispiel auch als Layer 2, Avalanche und so weiter. Klar, auch hier können Projekte rein theoretisch auf Null fallen, aber in den meisten Fällen sind es große etablierte Protokolle mit einem großen Team und vor allem auch mit genug Kapital, um in Phasen wie aktuell zu überleben. Des Weiteren 10% in Mid-Risk-Altcoins. Dazu gehören für mich, und ich nehme jetzt auch einfach Beispiele, die ich persönlich als starke Projekte empfinde, VeChain, Cosmos, Quant, IOTA, HBAR und so weiter. Ich finde, das sind alles Projekte, die eine sehr vielversprechende Zukunft haben, aber weil es eben ein Einsteigerportfolio sein soll, würde ich sagen, nicht mehr als 10%. So, und zum Schluss haben wir dann aber auch noch die Sparte High-Risk-Altcoins mit den restlichen 5%, was für mich Altcoins sind, die außerhalb der Top 100 liegen oder vielleicht sogar ein NFT sein könnten. Als Beispiel einfach mal irgendwie etwas wie Casper oder Cardena. Muss man nicht unbedingt machen, man kann auch zum Beispiel einfach 55% in Bitcoin und Ethereum stecken oder 5% mehr in Low-Risk-Altcoins zum Beispiel, aber ich glaube, in einem so schnell wachsenden Markt, der extrem viele Möglichkeiten mit sich bringt, kann man auf jeden Fall mit ca. 5% auch auf ein bisschen risikoreichere Projekte spekulieren. Wer weiß, vielleicht ist das ja der nächste Moonshot. Das wäre für mich so die Schablone für das perfekte Krypto-Einsteiger-Portfolio und natürlich, mehr Bitcoin geht immer.